lass uns mal anfangen. Das nächste, das Internet der nächsten Generation. Der Sprecher ist Michiel Lenaerts. Der hat für die niederländische Internetgesellschaft gearbeitet, die Wissenschaftsgesellschaft, und er ist der Kontakt, und er möchte, dass die Innovation im Internet vorwärts bringen und auf eine neue Ebene heben. Begrüßt unseren Sprecher. Ich bin froh, dass ihr am vierten Tag hier alle noch rausgekommen seid, nach diesen langen Nächten. Das ist schön. Eine kurze Geschichte. Das ist Edgar Dijkstra. Der hat seine Doktorarbeit beschrieben. Der hat Grundlagen in Informatik geschaffen. Und der hat daher damals an dem CWI gearbeitet. Das war ein mathematisches Zentrum. Und niemand anderes hat einen größeren Einfluss auf verteiltes Rechnen gehabt. Vor 30 Jahren hat die Organisation, wo ich gearbeitet habe, ist gegründet worden. Aber davor haben wir sieben Jahre lang auch schon Internet gemacht. So hat es ausgesehen. Leute mit langen Bärten, und die haben Unix nach Europa gebracht und haben damit gespielt und haben ein Netzwerk von Hackern und Freiwilligen aufgebaut und haben dann später das europäische Internet aufgebaut. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie früh das war. Das Web war damals noch ein Vorschlag. Der hat 9 Monate Förderung bekommen, um daran zu arbeiten. This is a representative quote. If you think surfing hypertext is cool, that's because you haven't tried writing. Wenn ihr denkt, dass Hypertext Surfing toll ist, dann habt ihr nicht versucht, es mal selber zu schreiben. Das ist Tim Berners-Lee, nachdem er also die Turing Award bekommen hat. Das ist sowas wie der Nobelpreis in Computer Science, in Informatik. Er hat gesagt, von Utopia zu Dystopia in 29 Jahren. Das ist schnell vorbeigegangen. Wenn man den Optimismus liest und wieder in... Ja, er war total optimistisch und jetzt ist er depressiv darüber. Und das tut weh. Und er hat gemeint, Dijkstra hat gesagt, die Leute brauchen nicht viel über mich merken, aber wenn sie mich als ein Gewissen behalten, das wäre toll. Er wollte den Menschen vermitteln, wie man gute, ethische Computer-Scientists sind. Und Tim Berners-Lee hat gesagt, Dijkstra hätte das nicht gemocht. Jetzt gehen wir zurück zu 1997. Und da sind wir bei den Leuten, die das Internet gegründet haben. Die waren außerhalb der Industrie, haben da alles verkauft, haben das in einen Trust Fund reingesteckt. Und jetzt bin ich hier. Wir geben kleine Mengen Geld an Leute und erlauben ihnen, am Internet weiterzuarbeiten. Es ist alles open Netzwerke, open Hardware, open Software, open Code. Und das hier ist eine Liste von all denen, die wir hier unterstützen. Und ein paar haben eigentlich gar kein Logo.
Aber Geld ausgeben ist ein Problem, wenn man nicht unbegrenzt viel davon hat. Wir hatten am Anfang nicht so viel Geld und wir haben angefangen, Geld wegzugeben. Aber einige Leute, die die Förderung bekommen haben, haben später angefangen zu verdienen und haben uns was zurückgegeben. Where the employees collectively decided that they wanted to give all of the profit, pretty much all of the profit to us, at least 90%. Diese Firma hat beschlossen, dass sie 90% der Profite an die Organisation geben, die sie ursprünglich gefördert hat. Und vor zwei Jahren haben wir bei der EU diese Initiative gefunden und das war eine tolle Sache, weil wir öffentliches Geld gekriegt haben. Die Leute haben Berichte geschrieben, dass es in der Schublade verschwunden und jetzt machen wir das halt und wir haben ihnen geholfen mit einer Studie und wir haben das letztes Jahr publiziert und wir haben diese Konferenz gesehen. Und die Konferenz hat zwei dieser unserer drei Grundpfeiler abgedeckt hier. Wir wollten auch noch Trustworthiness. Und deswegen haben wir die höheren Ziele des Programms definiert. Wir hatten sehr viel Glück. Und wir haben zwei von diesen Programmen bekommen. Und jetzt können wir tatsächlich Leute unterstützen und nicht nur Papers schreiben. Und das hilft uns. Ihr könnt das nachschauen. Der Grund, warum ich hier bin, ist, weil ich über ein paar Sachen reden möchte. Es sind kleine Projekte. Wir könnten eine ganze Konferenz damit füllen, 150 Projekte. Und ich werde eine schnelle Übersicht geben in der nächsten halben Stunde. Was gibt es hier alles? Das eine ist Privacy Trust und das andere ist Discoverability, das heißt Auffinden. Und die decken diese ganzen Bereiche hier ab. Erstmal eine Entschuldigung. Ich weiß, dass hier Leute im Raum sind, denn Projekte ich nicht erwähnen werde. Das ist einfach zu komplex in einer halben Stunde. Ich habe 15 Sekunden pro Projekt und das würde nicht so viel Sinn machen. Wenn ihr Projekte wie WireGuard oder so kennt, dann wir sind froh, dass wir es unterstützen, aber ich kann es jetzt hier nicht mit erwähnen. Ich fange hier mal mit ActivityPub an, von unten. Also die Metallebene, die Maschinenebene. Das ist ein Social-Netzwerk-Protokoll. Und jetzt mit dem Geld können wir alle möglichen kleineren Projekte unterstützen. PixelFed, das versucht, eine Alternative für Fotosharing zu sein, also für Fotos teilen zu sein, was andere mit Facebook und Instagram machen. Funkwhale ist ein persönlicher Musikserver. Sprightly ist ein verteiltes Netzwerkprojekt. XWiki ist ein bekanntes Wiki. Und das kommt zu der federierten Wikis dazu, zum Fativerse. OpenN Gardenia ist eine Plattform, die offenes Wissen publizieren unterstützt. Und diese Sachen, die sind nicht auf Facebook oder Meetups oder sowas aggregiert, sondern das bleibt auf dem Web. Discourse ist eine offene Diskussionsplattform. Und Libercast probiert eine Alternative zu Tools wie Twitch herzustellen und kann zum Beispiel Multicast-Livestreamings machen.
Und dann gibt es das PeerTube-Projekt, das unterstützen wir indirekt. Wir, also mit, die werden viele Millionen Stunden hochladen und wir werden mit Stresstesten Copyright und es gibt Untertitellizenzen und so weiter. ForgeFed gibt es, das ist ein Projekt, welches unter dem Segel von es wurde gestartet von GitHub, aber im Allgemeinen geht es darum, dass die Leute ihre eigene Software hosten können. Und ja, schlussendlich ist es einfach eine Webseite, also warum sollen wir das nicht integrieren? Fediverse.spaces ist ein Ort, um all die verschiedenen Orte zusammenzufassen. Also wenn du etwas nicht selber hosten möchtest, dass es quasi einen Raum gibt für Hotels, für Pubs, für kleine Leute, die nicht selber eine Webseite hochstellen möchten. Suchen, Suchmaschinen. Das eines von den ersten Projekten ist, denke ich, Zirks. Das ist eine Meta-Suchmaschine und die macht etwas, was Google nie tun wird, wahrscheinlich nicht tun wird, ist eine private Suche anzubieten. Also quasi eure eigene Suchdomain anzubieten. Also wir sind alles faule Leute, wenn man könnte zum Beispiel in der Firma einfach eine große Suchmaschine haben und nicht 20 verschiedene Suchfelder. Mailpile ist ja, für E-Mail, dann gibt es Nextcloud, welches von uns unterstützt wird. WebXray ist ein Projekt, welches euch hilft, wenn ihr etwas sucht, nicht einfach nur den blauen Link zu klicken und dann herauszufinden, dass da ganz viele Trackers dahinter gibt, sondern dass es euch das schon vorher zeigt, weil das ist die Idee, was das WebXray machen soll, damit ihr schon vor dem Klicken der Links wisst, was denn dahinter sein wird. Dann gibt es auch die Green Web Foundation, die belohnt Dinge, welche aus der CO2-Sicht gut sind. Also wenn Leute ihre Webseiten in einem grünen Datencenter hosten, dann kann man vielleicht sagen, ja, anstatt 60 Millionen Resultate, zeig mir einfach die 10, die grün gehostet werden. Und dann gibt es noch alle weiteren coolen Technologien auf diesem Planeten, zum Beispiel das Interplanetary File System. Die DAT-Fundation ist versucht, das DAT-Protokoll in die private Kommunikation zu überführen, einen privaten Speicherplatz für Dateien. Sonar ist eine Suchmaschine, die werden wir uns dann anschauen. Das ist, also die kann zum Beispiel DAT durchsuchen. Und dann gibt es einen neuen Browser, der heißt Next. Die versuchen, also sie sind mit dem aktuellen Zustand nicht zufrieden, weil ein Browser nur klicken ist und man kann eigentlich nur warten, bis das Ding antwortet. Und sie finden, dass Browser programmierbar sein sollten. Und dann gibt es mehr coole Suchdinge für proprietäre Communities, wie zum Beispiel MindDive. Das ist eine Art von Mixer, der euch erlaubt, vermischte Suchen zu machen, also ein Overlay-Netzwerk über verschiedene Suchmaschinen. Zum Beispiel deine Suche geht weiter zu jemand anderen und so weiter. Und so kann man halt die AIs irritieren und bessere Privatsphäre erzeugen.
technology. Open Food Facts, ist eine großartige Bibliothek mit 650.000 Esswaren, in die man hineinschauen kann. Diese Esswaren sind ja alles, was ihr darüber wissen wollt, zum Beispiel Allergien, ethische Hintergrundinfos, woher die kommen. Das wird dann alles kombiniert in eine personalisierte Suche, die ihr nutzen könnt. Dann gibt es Yasi, das ist ein bekanntes Peer-to-Peer-Suchprojekt schon seit einer langen Zeit. Also Leute können zum Beispiel einen Instant-Search-Shop aufsetzen, wo, und wenn man das Wissen nicht hat, dann, ja, also es gibt ja sehr viele Suchprovider dahinter. Und dann gibt es noch NextUp, die haben auch das Flex-Search gemacht, das ist vielleicht bekannter. Die versuchen jetzt, eine Suchmaschine herzustellen, die nicht einfach nur den größten herausfiltert, also zum Beispiel den größten Buchladen, sondern mit einer Art neuen Ranking experimentiert. Applikationen, wir haben den zum Beispiel den Silk-Server, der ist sehr bekannt, also nicht sehr bekannt, aber es sollte eigentlich bekannter sein, weil es ist ein Konferenzserver, so etwas wie die Leute zum Beispiel von großen Herstellern nutzen. Der kann SIP, XMPP und so weiter, es ist alles verschlüsselt, es gibt Session, Uploads, Screensharings, Chat und es ist im Allgemeinen eine gute Sache. Es gibt doch das End-to-End Sync, das ist ein Protokoll, das startet mal damit, also mit der Grundannahme, wenn ihr einen Cloud-Hoster benutzt, zum Beispiel für einen Kalender oder um eure Kontaktdaten drin, dann sollte der Provider das nie lesen können. Ihr könnt das quasi schon vorher eine Blackbox draus machen und das den nur so geben. Und wenn ihr eine kleinere Plattform nehmen möchtet, wie Sailfish oder so, dann wir unterstützen auch kleinere Plattformen. CryptPad ist nachdem wir alle das Etherpad genutzt haben wir festgestellt, dass da halt Klartext auf dem Server gespeichert wird. Und CryptPad ist die wunderbare Alternative davon, wo alles verschlüsselt passiert. Es gibt auch Spreadsheets, also Tabellen und so weiter, und auf dem Server ist aber alles verschlüsselt, also der Anbieter, der sieht das nicht, es ist alles auf Client-Seite verschlüsselt. Wir haben auch gute Grunddinge, wir haben VerifPal zum Beispiel, ist von Nadim Kobesi gestellt, er ist auch hier, er hat Noise Explorer hergestellt und VerifPal ist das Tool, das eine symbolische Verifikation zugreifbar macht für normale Leute. Zum Beispiel das hier ist, wie Nadine eine Lücke oder ein Loch gefunden hat in ProtonMail und hat das natürlich dann gemeldet. Und ja, das ist alles darüber. Also wenn ihr das Manual liest, dann könnt ihr auch dann das hier lesen. Rio ist ein versucht, die Socket-Mechanismen loszuwerden, die wir aus ganz frühen BSDs geerbt haben. Aber es ist etwas, das wir eigentlich nicht mehr möchten. Es ist aus einer mathematischer Sicht ist CVI und DSA, also sie möchten einen Flow aus Unix reparieren. OpaxSphinx wird von ungarischen Kryptografen und Entwicklern unterstützt. Was sie machen ist, also ja, wir haben immer noch Passwörter, wir brauchen immer noch Mechanismen, aber Passwörter sollten nie einfach über die Leitung geben, aber das sind sie immer noch. Und sie implementieren einen Passwort-Store, so damit man dem Server nicht mehr vertrauen muss.
So, dass man einen separaten Passwort-Server benutzen kann und auf der anderen Seite implementieren sie Protokolle, welche die Passwörter entsperren, aber die werden nie auf dem anderen Ende gespeichert. Also so könnt ihr ein System erstellen, wo ihr die Vorteile von etwas Simplem wie Passwörter habt, aber ohne die Nachteile. Und das Android Things macht zum Beispiel Apps dafür. GNOME-S probiert ein anderes Problem zu lösen. Wenn ihr ein Betriebssystem entwickelt, dann müsst ihr die Tatsache akzeptieren, dass ihr nicht einfach Code schreiben und kompilieren könnt, weil ihr braucht was anderes, womit ihr das kompilieren könnt. Ihr braucht etwas Funktionierendes. Ihr braucht ein funktionierendes Betriebssystem quasi zuerst. Und es ist so wie eine Kefirpflanze, die ihr von einem Computer zum nächsten transferieren müsst. Und das ganze Bootstrapping-System soll daher durch etwas Lesbares ersetzt werden und weniger Abhängigkeiten haben und so weiter. Robo ist entwickelt robuste DNS-Resolver und DHCP-Server als Unikernel. DHCP kann implementiert DHCP-Anonymity-Profile, Anonymitätsprofile. Das benutzen noch nicht viele Leute, aber es gibt euch die Möglichkeit, oder ja, es gibt euch etwas mehr Privatsphäre, wenn euer Computer mit dem DHCP verbindet. Das APA2-Projekt ist ein Cluster von Projekten. Werden aufgeregt, wenn ich über Mittelware rede, aber man braucht es halt irgendwie fast überall, außer im Internet. Was sie machen, ist also sehr fundamental. Zum Beispiel so etwas wie Kerberos, das fast überall genutzt wird, oder sie möchten das federatable machen und so die Sicherheit verbessern. Um zum Beispiel SASL implementieren, integrieren, alle möglichen Filter zu LDAP, so damit man, dass andere Leute Teile von LDAP teilen können, aber dennoch Privatsphäre halten. Systemeinstellungen propagieren, zum Beispiel, damit ihr nicht zum Beispiel Google pingen müsst, welche Webseite man nicht vertrauen muss, sondern dass ihr eigene Ressourcen dafür zusammenstellen könnt. Und natürlich noch alles, was, also nicht alles, was ein User hat, muss auch ein User-Database haben. Und dann gibt es Access Control, das ist sehr clever und er will zum Beispiel nicht einen Realnamen herausgeben zu jedem anderen, darum gibt die Pseudonyme raus, aber habt immer noch ein sinnvolles Access Control. AutoCrypt ist eine Mail-Spezifikation. Wir hatten OpenPGP für lange Zeit. Das wurde nicht wirklich genutzt. Ja, es gibt ein paar, also müssen da etwas Neues machen. Das macht AutoCrypt. Und es werden auch verschiedene kleinere Projekte unterstützt rund um diese Spezifikation. Und ja, damit es mal eine kritische Masse erhält. Wir haben zwei Projekte, die unabhängig voneinander sind, aber wenn sie kombiniert werden, haben sie eine wunderbare Synergie. I reveal my attributes. Wenn man 18 Jahre alt ist und beweisen will, dass man deutsch ist und 18 ist und einen Hund hat und dass man einen Führerschein hat, dann kann man das beweisen, ohne seinen Pass zu zeigen. Aber nur dieses eine Attribut. Man kann das aus dem Kontext nehmen. Man nimmt das mit und ein Jahr später kann man es beweisen. Das ist viel besser als diese ganzen Hintergrund-Echtwelt-Checks. Und das kombinieren wir mit Identity-Based Encryption, das heißt also Echtzeitverschlüsselung auf Basis der Identität. Die Person mit dem Pass so und so kann diese E-Mail öffnen und sonst niemand.
und die Verschlüsselung dahinter funktioniert automatisch. Wir haben mehrere mobile Betriebssysteme. Replicant versucht, ein freies Android zu bauen. Mimoleste versucht, das Memo-Ökosystem von den Nokia-Telefonen auf modernen Telefonen zurückzuholen. Das Mega 65. I mean, if you thought that Nokia was sentimental, then the Mega 65 must surely be rocking your world. Das wird die Welt bewegen, weil das zum Commodore 65 zurückgeht. Was, wie? Also die wollen ein Telefon bauen, was für die Leute einfach genug ist zu verstehen. Die waren einfach, und warum können wir nicht einfach wieder einfacher haben, die man verstehen kann? Auf dem anderen Ende des Spektrums ist dieses mobile Nixos. Ich weiß nicht, ob die Leute Nixos schon kennen, aber das ist ein Package Manager. Und wenn die das unterstützen können, dann kann man 50.000 Pakete auf Telefonen unterstützen. Wir haben Open-Hardware-Projekte. Der Nitro-Key ist der Krypto-USB-Dongle. Wir haben einen Open-Hardware-Laptop, der entweder RISC-V oder Open-Power sein wird. Der soll sicher, schnell, günstig, offen, robust und upgradable sein. Dann haben wir die B-Trusted-Geräte. Wir haben ein Projekt, das ein System on Chip zu bauen versucht. Der Raspberry ist da sowas zum Beispiel. Wir wollen Open Power basiert sowas machen oder RISC-V basiert, das eine GPU und alles mit dabei hat. Wishbone ist eine Spezifikation innerhalb dieser Geräte, innerhalb der System of Chip. Aber momentan gibt es nur proprietäre. Die haben, ja, wir wollen Streaming zu dem Wishbone hinzufügen und halt die Sicherheitsaspekte beibehalten. Wir wollen ASIC-Produktion ermöglichen. Wir wollen nicht, dass die Leute drei verschiedene Geheimhaltungsdinger unterschreiben müssen. Wir haben noch ein Projekt, das LipoSilicon heißt, in der Community. Sind viele mit Deutschland verbunden, aber es ist ein globaler Ansatz. Wir wollen volle Freiheitsgrade in der Entwicklung über den gesamten Stapel. Der Hersteller sagt immer, ich gebe mir das Rezept, ich koche das. Und ich kriege das dann zurück, aber ich weiß nicht, was sie reingetan haben. Eine Standardzellenbibliothek, ein Router. Und damit wir nicht nur ein Projekt haben, sondern damit wir zwei haben, unterstützen wir noch ein alternatives Projekt für ein VLSI-Backend, um das Routing zu machen. Wir wollen mehrere gute Tools haben und nicht nur auf einem Tool passieren müssen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu den drei Säulen. Und wir wollten auch Sustainability. Und die Technik ist in Beton und im Weltraum und in menschlichen Körpern. Wenn jemand einen Herzschrittmacher baut, wer wäre verrückt genug, das in seinen Körper reinzutun?
because of leaky networking capabilities. So it's und das mit Netzwerk in den Körper reinzutun, das wäre ja verrückt. Wenn man jemanden was ans Herz dranlegt und das dann wieder rausholen muss, um einen Fehler zu berichtigen, weil es kaputt ist, das kann man nicht machen. Das könnte Menschen umbringen. Wir haben noch eine ganze Menge mehr. Wir haben hier nur eine Übersicht gegeben. Ihr könnt das online finden auf diesen Webseiten. Wenn ihr diese Logos seht, dann hoffen wir, dass die Leute diese Logos wiedererkennen. Die brauchen unseren Namen nicht kennen, aber sie sollten sich erinnern, ja, da muss ich hinschauen. Meine Zeit ist fast zu Ende, deswegen sage ich nochmal vielen herzlichen Dank an die Europäische Kommission und an DG10-NECT, die uns das Geld geben, um hier diese Arbeit tun zu können. Und diese ganzen Projekte brauchen Hilfe. Die sind nicht alle fertig. Wir haben nicht das Geld, um alles selber zu machen. Wir brauchen Unterstützung. Das Internet in Ordnung zu bringen, ist ein großer gemeinschaftlicher Ansatz und da gibt es viele Abhängigkeiten und wir brauchen auch Unterstützung. Hier ist nochmal ein Zitat von Dijkstra. Die Kunst der Programmierung ist die Kunst, Komplexität zu organisieren. Wir haben viel Komplexität und die alle zusammenzubringen und zusammenarbeiten zu lassen, ist eine große Aufgabe. Wir brauchen eure Hirne, auch wenn ihr ein Jurist seid oder ein Sicherheitsexperte oder ihr habt irgendwelche Probleme gesehen. Auch wenn ihr nicht wisst, wie man eine Community organisiert, wenn ihr etwas Tolles tun wollt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo ihr euch einbringen könnt. Aber es gibt auch sehr spezialisierte und hoch wichtige Tätigkeiten. Es kann ja sein, dass Leute, die bei einer Nuklearfacility arbeiten und eine gute Idee haben, die müssen das nicht aufgeben. Vielleicht können sie einfach andere Leute finden, die mit ihnen arbeiten. Und schaut euch unsere Webseite an. Oder vielleicht seid ihr nächstes Jahr hier auf der Bühne mit mir. Hier noch eine letzte Sache. Wenn ihr eine gute Idee habt, wenn ihr jemanden kennt, der eine gute Idee hat, dann geht hier auf diesen Link. Wir wollen das Internet neu erfinden. Und es geht so schnell, bis das sich setzt und nicht mehr zu verändern ist. Das ist schade. Also die ganzen Geräte und Technologien, von denen wir abhängen, die machen es immer schwieriger zu wechseln. Und wenn man diesen Wechsel nicht jetzt macht, dann wird es schwierig, das später zu reparieren. Dann haben wir das noch in den 100 Jahren immer noch gleich wie jetzt. Oder die letzte Zitat von Herrn Dijkstra: Die Tools, die wir nutzen, haben einen großen Einfluss, wie wir denken und auf unsere Gewohnheiten und dadurch auch auf unsere Fähigkeit zu denken. Also wir brauchen eure Fähigkeiten, unsere Fähigkeiten. Wir sind nicht alleine. Es gibt Leute von der Next Generation Internet Initiative, die haben andere Methoden, anderes Look and Feel. Schaut euch das auch mal an. Aber vor dem 4. Januar könntet ihr dabei DAPSI zum Beispiel noch helfen oder anderen Organisationen, welche quasi einfach fragen, ja, welche Umfragen machen, welche anderen Projekte man noch unterstützen könnte. Also es gibt, ja, schaut euch den Link einfach an, seht ihr es.
Ja, vielen Dank, dass ihr die Übersetzung hört. Wenn ihr Feedback geben möchtet, könnt ihr das tun, zum Beispiel auf Twitter auf dem Hashtag C3T oder schreibt uns an @c3lingo auf Twitter. Für euch übersetzt haben OS10000 und Pharmafirma. Dann komme ich schon zur ersten Frage aus dem Internet. Das Mikrofon ist an, jawohl, die erste Frage aus dem Internet. Wie kann man Massentransporte oder ja, ÖV anpassen? In der Vergangenheit waren wir damit zufrieden, dass wir diese Projekte unterstützt haben, damit die technisch skalieren können. Aber jetzt haben wir uns leicht angepasst. Wir versuchen, alles in ein Betriebssystem zu paketieren. Wir helfen den Projekten mit Zugang. Und das wird offiziell zertifiziert, dass das auch eingesetzt werden kann. Öffentliche Stellen dürfen nichts einsetzen, was also für Behinderte nicht zugänglich ist. Und dadurch, dass wir jetzt so viel Geld von der EU bekommen haben, haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Und es ist so nicht ausprobiert worden vorher. Wir probieren es. Wir sprechen mit den Leuten, die es einsetzen müssen. Die Leute, die das Internet-Routing verändern wollen, dann reden wir mit den Leuten, die das Internet-Routing machen. Wenn wir mit Standardisierung helfen, da sind auch viele gute Leute. Wenn irgendjemand einen Vorschlag hat, wie man es besser machen kann, dann lasst es mich wissen. Schickt mir E-Mail, wenn ihr denkt, wir machen was Dummes oder wir machen was nicht, was wir tun sollten. Kontaktiert uns. Wir sind hier, um es funktionieren zu lassen. Beantwortet das die Frage? Bis jetzt gibt es noch kein Feedback aus dem Internet, aber das hoffe ich jetzt mal. So, gibt es denn noch Fragen aus dem Saal? Ja, da gibt es welche, natürlich. Hallo. Kannst du etwas sagen über die, wie viele Summen das etwa da im Spiel waren? Die durchschnittliche Summe ist 36.000, 37.000 und insgesamt haben wir 11,2 Millionen über 3 Jahre bekommen. Über 2 Jahre, 5,6. Also du kannst es ausrechnen, wir haben noch Geld übrig, aber nächstes Jahr haben wir vielleicht keins mehr übrig. Wie wir das machen, ist nicht normal. Wir haben eine einfache Anmeldungsprozedur gemacht. Wenn eure Ideen klar im Kopf sind, dann fragen wir nicht so viel. Das ist genau das, was wir zu lösen versuchen. Dass die Leute, die sich bewerben, dass die Unterstützung bekommen. Das kleinste war 1400 Euro. Das größte Projekt hat jetzt einen zweiten Grant bekommen und hat insgesamt vielleicht 170 bekommen. Es können Individuen sein, es können Organisationen sein, alles. Ist uns egal, solange ihr was macht. Wir bezahlen euch, wenn ihr es macht, aber nicht vorher. Vielen Dank. Dann gibt es noch eine zweite Frage aus dem Internet. Gibt es existierende Projekte, welche du wünschst, dass sie dir quasi der Initiative beitreten würden, aber die das noch nicht gemacht haben? Das ist eine gute Frage. Ich habe kürzlich ein paar von den kleineren Betriebssystemorganisationen
mich gewandt. Die haben interessante Sachen, die wir unterstützen möchten. Aber nicht viele Leute von den Communities sind auf uns zugekommen. Die sind es wahrscheinlich nicht gewöhnt, das Geld für das zu tun, was sie kriegen, was sie tun. Mobile Betriebssysteme. Das ist die Sache, an der wir sehr interessiert sind. Wir sind da auf der Suche. Wenn wir Leute sehen, dann. Der Weg, in dem wir die meisten Projekte kriegen, ist über persönliche Verweise, Leute, die Leute kennen, und persönliche Empfehlungen. Wir haben kein Marketing-Budget. Wir kommen nur dadurch, dass Leute uns weitersagen. Und dass die Leute uns Projekte zuschicken. Wir haben keine Geheimdienste hinter uns. Das sind alles nur zum öffentlichen Vorteil. Wir geben euch Geld für den Vorteil der Gesellschaft. Die Frage antworte ich tatsächlich nicht. Tut mir leid. Vielen Dank für den Vortrag. Leider haben wir keine Zeit mehr. Ich bin sicher, dass Sie ihn auf dem Kongress irgendwo noch sehen könnt oder mit ihm sprechen könnt und diese Themen weiter besprechen könnt. Und jetzt gebt doch bitte noch einen großen Applaus. Thank you.